Kommen Sie mal näher. Kommen Sie mal. Haben Sie heute schon ein Gesetz gebrochen? Nein? Wetten doch. Wir zeigen Ihnen, dass Ihre Weste gar nicht so weiß ist, wie Sie denken. Hier kommen nämlich Gesetze, von denen Sie vermutlich noch nie gehört haben, aber die wir wirklich alle schon mal gebrochen haben. Schauen Sie mal. Wer sollte das denn verbieten? Wen stört denn sowas? Ja, das passiert halt einmal. Ist auch verboten. Verena hat eine Mission. Skurrile Gesetze. Und tatsächlich wird man im deutschen Paragraphendschungel schnell fündig. Verboten ist nämlich so einiges. Aber wer weiß das schon? Wie leicht lassen sich Passanten zu illegalen Aktionen verführen? Verena macht sich auf die Suche nach ihrem ersten Opfer. Das Lockmittel, um den Gesetzesbruch zu provozieren: Himbeerbonbons, extra scharf. Möchtest du vielleicht einen Bonbon von mir? Ja. Na dann, guten Appetit. Was los? Ist ein bisschen scharf. Oh ja, das ist ein bisschen scharf. Das war Absicht. Wusstest du, dass du gerade ein Gesetz gebrochen hast? Nö. Nee? Nee. Es ist verboten, in der Öffentlichkeit was auf den Boden zu spucken. Okay. Hast du es gewusst? Das tut mir jetzt leid. Nee. Also, beim Kaugummi wusste ich es, aber Süßigkeiten nicht. Doch, auf die Straße spucken kostet in Deutschland theoretisch 50 Euro. Und zwar egal, ob Bonbons, Kaugummis oder einfach Spucke. Hätten Sie es gewusst? Ja, also nicht so schön. Das sind ja keine Polizisten hier. Ich glaube, das macht man schon fast alles unterbewusst, bevor man überhaupt überlegt, dass das nicht erlaubt ist. Jetzt wurde dabei gefilmt. Genau. Verena hat euch erwischt und jetzt ist sie richtig in Fahrt. In einem Café will sie weitere Gesetzesbrüche provozieren. Falle Nummer 2 hat was mit dem Smartphone zu tun. Entschuldigung? Ja. Ich habe jetzt meine Brille nicht dabei, ich kann das nicht so gut erkennen. Gibt es hier irgendein ungesichertes Netzwerk, das ich vielleicht nutzen könnte? Kein Problem für die Tischnachbarn. Ein Klick und Verena ist drin. Haben Sie eins gefunden? Ja. Okay. Verbindung wird hergestellt. Super, danke. Gerne. Hilfsbereit, aber leider nicht legal. Verena löst die Situation auf. Entschuldigung. Ja. Darf ich Sie noch kurz aufklären? Es ist nämlich verboten, dass man sich in ein ungesichertes Netzwerk einwählt. Okay. Also nur weil es ungesichert ist, darf man es trotzdem nicht benutzen. Ja, wusste ich so nicht. Stimmt aber, ein fehlender Passwortschutz ist keine Einladung. Ich hätte jetzt gesagt, wenn es öffentlich ist, darf man es ja benutzen, oder? Denkt man eigentlich gar nicht drüber noch. Ja, jein, doch. Aber letztes Mal habe ich gefragt. Vorsicht, hier kann man richtig ins Fettnäpfchen treten. Etwa wenn der genutzte Zugang dem Besitzer Kosten durch einen Volumentarif verursacht. Das heißt dann Wardriving, also schwarz surfen. 2007 wurde ein User dafür mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 5 Euro bestraft. Wer legal surfen will, braucht also eine Einladung vom Netzbesitzer. Verena hat noch mehr auf Lager. Und auf geht's zu neuen Schandtaten. Auf dem Weg zur nächsten Drehlocation soll's ausgerechnet unserem armen Tonassistenten Ivo an den Kragen gehen. Wie spät ist denn schon? 17 Uhr. Reingefallen. Warum? Es ist verboten, im Auto aufs Handy zu gucken. Ach, wegen dem ein bisschen auf die Uhr schauen? Ja. Ach, Quatsch. Doch. Nee. Doch, wer Auto fährt, darf auf der Armbanduhr die Zeit ablesen. Auf dem Handy nicht. Warum sollte das verboten sein? Das kommt häufiger vor. Egal ob Uhrzeit oder meine Nachrichten kurz nachschauen. Mache ich auch nie. Das verbietet § 23 der Straßenverkehrsordnung. Das Bußgeld 60 Euro plus ein Punkt in Flensburg. Wird teuer, Ivo. Ich hab echt keinen Bock mehr drauf. Irgendwie Spaß, das keiner. Jetzt bloß nicht die Autotür zuknallen. Oh, und schon wieder dran gekriegt. Tönschlagen ist auch verboten. Ein teurer Tag für unseren Tonassistenten. Denn wer in Deutschland die Tür knallen lässt, dem droht ein Bußgeld von 10 Euro. Na, hätte ich echt nicht denken. Wenn man Leute nervt damit, dann. Ja, wahrscheinlich so. Ruhestörung oder sowas. Das heißt, dass mich, wenn der Autofahrt 60 Euro gekostet. Sogar 70, Ivo. Hast genug gelitten. Zeit für neue Opfer. Wir steuern eine Kneipe an. Hier gucken Vanessas Kollegen gerade Fußball.
die Gelegenheit für einen weiteren Gesetzesbruch. Schaut's aus, ein Fünfer, dass Deutschland 2-3 verliert? Dagegen von mir aus, aber nicht. Ja, klar, dagegen. Ich bin mit dem Fünfer dabei. Leute, lasst euch bloß nicht drauf ein. Doch schon liegen die Scheine auf dem Tisch. Also, sorry Jungs, aber private Sportwetten sind in der Öffentlichkeit verboten. Habt ihr gewusst? Aber wir sind doch unter uns. Meinst du jetzt ernst? Ja. Stimmt, Verena. Ist verboten. Und zwar diesmal für dich. Die Person, die die Wette anstößt, macht sich strafbar. Schon gewusst? Nee, das wusste ich auch nicht. Aber ich wette nicht so. Ich mache keine Sportwetten. Ja, aber für uns können wir das so machen. Ja, aber nur zu Hause, denn sonst fällt das Vergehen unter die Vorschrift des unerlaubten Glücksspiels und kann sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren geahndet werden. Meine privaten Wettschulden sind in diesem Fall vor Gericht leider sowieso nicht einklagbar. Heißt, Wettschulden sind auch vor Gericht Ehrenschulden und ich habe in diesem Fall leider Pech gehabt. Hilft nur Wiedergutmachung. Doch einen hat Verena noch. Dankeschön. Und das an meinem Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag. Klar, dass die Jungs sofort das weltberühmte Ständchen anstimmen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Und jetzt bitte festhalten. Sogar das ist nicht erlaubt. Nicht zu fassen, oder? Super. Dankeschön. Aber ich habe mich schon wieder dran gekriegt und zwar ist das auch verboten. Quatsch. Was? Ist so. Wer hat das überhaupt komponiert? Das weiß doch keiner, oder? Eben doch. Wer den Klassiker in der Öffentlichkeit singt, verstößt gegen Urheberrechte. Dahinter steckt ein komplizierter Rechtsstreit in den USA. Erst 2016 laufen die Schutzrechte ab. Bis dahin müsste man eigentlich Gebühren zahlen. Dafür angeklagt wurde noch keiner. Aber bei dem, was wir heute schon gehört haben, wer weiß. Gar nicht so einfach alles. Tatsächlich gelten für jeden Einzelnen von uns unglaubliche 150.000 Vorschriften.